Ein und aus. Paracelsus hat gesagt, die Heilung liegt zwischen Aus- und Einatmung. Was er wohl von der Maske gehalten hätte? Mikroplastik im Meer ist ein Problem. Mikroplastik in unseren Lungen ist... Die Experten von heute thematisieren das irgendwie nicht. Ich schätze mal, sie interessieren sich nicht besonders für Paracelsus. Ich bin in den letzten 1,5 Jahren auch Experte geworden. Ich habe auf dem Gebiet des Durchatmens geforscht. Das möchte ich gerne etwas ausführen. Im ersten Lockdown hat Maddie Morrison mir Vinyasa-Yoga nahegebracht. Jeden Morgen nach dem Aufstehen treffe ich sie im Wohnzimmer auf meinem Laptop. Hallo ihr Lieben, ich bin Maddie und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zusammen mit ihr bewege ich mich durch eine lebendige Abfolge von Yoga-Übungen, die miteinander verbunden sind. Dabei ist das bewusste Atmen wichtig, sonst verkrampft man, kommt nicht mehr hinterher oder bricht sich den Hals. Für alle verbannten, isolierten, depressiven, pizzafressenden, langsam fett- und träger werdenden Menschen ohne Zugang zu Sportstudios ist diese Influencerin ein wahrer Segen. Von ihr habe ich gelernt, dass man mit dem Ausatmen unglaublich viel lastlos werden kann. Wenn tagsüber mal wieder so ein Gedanke in meinem Kopf herumschwirrt, dass ich ein unsolidarischer Sozialschädling oder der Blinddarm der Gesellschaft sei, dann lasse ich den Ballast los. Lasse los, was nicht zu mir gehört. Loslassen tut so gut. Ich würde Yoga auch all den Journalisten empfehlen, die Eigenrecherche mit Expertenmeinungen ersetzen. Falls das jemand von euch hört, ihr müsst an eurer Atmung arbeiten. Eure Atmung ist zu flach. Deswegen produziert ihr auch so flache Inhalte. Und falls ihr mittlerweile heimlich Radio München hört, fragt euch mal, was die Ursachen dafür sind. Kleine Erinnerung. Ursachen sind die Auslöser von Symptomen. Oh, ich darf Maddies Schlussentspannung nicht vergessen. Durchatmen. Auch das Spazierengehen habe ich neu kultiviert. Die besten Ziele sind Orte, an denen man frei atmen kann. Auf dem Weg dorthin begegnet mir eine Gesellschaft, die aus dem letzten Loch pfeift. Ein hustendes Schulkind mit Maske und riesen Schulranzen, das abwesend auf sein Smartphone starrt. Jugendliche, die sich mittags unter der Woche vor einem Supermarkt mit Bier betrinken. Übergewichtige Menschen, die maskiert den Bus hinterherrennen und ihn verpassen, weil ihnen der Atem zum Sprinten fehlt. Menschen, die maskiert gegen Ampeln rennen. Menschen, die sich anschreien, obwohl sie sich direkt gegenüberstehen, weil sie das gegenseitige Genuschel nicht verstehen. Mich spricht eine ältere Dame an, ob ich ihr zeigen könnte, wie der Geldautomat funktioniert. Ich werde den Eindruck nicht los, dass sie einfach nur mal wieder mit jemandem reden möchte. Ihr Blick sucht meinen. Sie fragt viel. Legt ihre Hand auf meinen Arm. Ich erkläre ihr zum dritten Mal, welche Tasten sie drücken muss. Doch sie will partout nicht verstehen. Ich verabschiede mich höflich. Ist sowieso besser, wenn sie Geld spart. Wer weiß, was aus ihrer Rente wird. Ich gehe gerne in den Wald wegen der Farben, der Luft und den Geräuschen. Wenn Paracelsus recht hat, dann geht es jetzt gerade nicht um Heilung. Niemand verwendet dieses Wort. Alle reden immer nur von Schutz. Neulich habe ich einen Kommentar im Internet gelesen, man möge Markus Söder, im Volksmund auch scherzhaft Södolf genannt, nur in Unterhose und mit FFP2-Maske im Deisenhofener Forst aussetzen. Ich stelle mir jetzt vor, Markus würde mit FFP2 im Gesicht langsam so aus dem Gebüsch auftauchen. Nur mit weißer, ausgeschlabberter Unterhose bekleidet auf mich zukommen und mich zum Beispiel freundlich um eine Jacke bitten. Aus Höflichkeit würde ich so tun, als wäre das ganz normal. Aber würde ich ihm meine Jacke geben? Sie wäre ihm definitiv zu klein. Vielleicht würde ich ihm Kleingeld für den Bus geben. Ich würde ihm sagen, Markus, geh, beeil dich, dein Bus kommt. Aber er könnte bei 3G wahrscheinlich nicht mitfahren, weil er keinen gültigen Test dabei hätte. Er würde an der Bushaltestelle stehen gelassen werden. Der Arme. Mitgefühl steigt in mir hoch. Wenn man nicht mehr in Schwimmhallen, Saunen, Fitnesscenter, Sportvereine darf, muss man was draus machen. Ein neues Hobby von mir ist das Eisbaden. Es kitzelt das Freizeitadrenalin. Es schürt den Ehrgeiz, an die eigenen Grenzen zu gehen. Es fordert deinen Körper und deinen Geist heraus.
und es ruft Glücksgefühle hervor. Egal, wie lange du im nadelnden Wasser aushältst, wenn du herauskommst, ist dir ein Lachen sicher. Starke Durchblutung kribbelt durch dich hindurch. Dann kommt der Serotoninschock. Dir wird klar wie nie zuvor. Du bist am Leben. Eisbaden ist der beste Beweis dafür, dass es Immunsysteme gibt. Ich überlebe es jedes Mal. Einfach so, indem ich atme. Das empfehle ich dem gesamten RKI. Aber höchstwahrscheinlich trauen sie sich alle nicht ins kalte Wasser. Sind mehr so die Warmduscher. Das Wort Atmen stammt aus dem altindischen Sanskrit und ist von Atman abgeleitet. Das bedeutet der allem innewohnende göttliche Geist, der innere Gott oder auch die Seele. Woraus ich schließe, dass ich mich mit mir selbst verbinde, wenn ich atme. Und wenn ich durchatme, bedeutet es, dass ich mich von Leben durchströmen lasse. Und dass es außer mir und dem Moment nichts gibt. Keine Angst. Nur sein. Und so gesehen hat Paracelsus wirklich absolut recht. Isa Mixer mit ihrem Beitrag zum Odem dieser Zeit.